hier sehr kitzelig am rechten Knie, aber doch nicht bei mir. Zweitens, keiner kann sich selber streicheln. Kannst du machen, hast du nichts von. Drittens, ja, drittens, keiner kann sich selbst die Schuld vergeben. Wir sagen oft, ich entschuldige mich, wenn die Bischöfe da tun. Nein, die müssten sagen, bitte verzeih mir. Und dann sagt man, hast du gewonnen, ist gut. Viertens, keiner kann sich selbst erlösen. Aus Depression, Leid, Kirchenfrust auch nicht. Braucht man anderen für. Und fünftens, keiner kann sich selber segnen. Man sieht in Köln, der sehnt sich selbst. Das zeigt ja nur, dass es nicht geht, dass jeder und jeden zum Segen werden kann. Haben wir gemerkt, ich hatte natürlich Pech. Ich hatte nur eine Gruppe aus Mainz, liebe Frauen, Maria 2.0 und sonst Paare. 40 Jahre verheiratet, Rubinhochzeit, die Ältesten sind 57 Jahre zusammen. Der Herr J. hat es gewollt, ich muss es in Kauf nehmen. In Köln sagt man, nichts ist so schlecht, dass es nicht für Idiot ist. Das ist ganz wichtig. Mein Ziel ist, den rheinischen Katholizismus zu bewahren. Nicht nur, der Herr J. ist nicht so. Nein, der ist wirklich nicht so. Der ist ja in sich auch schon dreierlei. Erklären Sie mal, dass einem Muslim, können Sie zu mir kommen, sage ich, wie man am besten sich anschleicht. Und ich habe Sorge. Es gibt einen Grundsatz. Die schärfsten Kritiker der Elche sind am Ende selber welche. Darauf müssen wir ehrlich aufpassen, denn wer einmal Macht hat, gibt sie nicht auf. Und da muss man völlig konterkarieren. Das ist meine Fürbitte für uns alle. Seht ihr so gut, meine Töne.